Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Age of Wonders 4. Wir haben ja bereits schon das erste Storyreich zusammen mit Nagus Ratzinger durchgezogen und jetzt habe ich vor, mit euch zusammen das verzauberte Archipel mit einer anderen Rasse zu spielen. Und zwar zeige ich euch das jetzt hier direkt mal. Also wir spielen ja natürlich wie immer auf Normal fürs Erste. Verzaubertes Archipel, werde zum Botschafter des Bündnisses und begib dich zum verzauberten Archipel, wo ein einst verbannter Zauberer die Strömungen der Schöpfung missbraucht. Erforsche die Ziele der Shadrai-Allianz, befreie das Reich der Sirenengöttin. Wir haben hier Inseln, das ist schon mal interessant, Wildnis, kleiner Untergrund und geringe Bevölkerung, also freie Städte sind selten. Ich habe mich heute dazu entschieden, Garstig Wortführer zu spielen. Es handelt sich dabei um eine, ja, goblinoide Spezies mit rascher Erholung und anpassungsfähig. Also die lernen sehr, sehr schnell hier. Sie sind tatsächlich eine Hochkultur, also eine... Es sind eigentlich Hochhop-Goblins. So habe ich sie mir dabei ausgesucht. Sie sind begabte Wirker und mächtige Heraufbeschwörer. Und haben tatsächlich als Buch auch die Heraufbeschwörung von Anfang an gewählt an der Stelle. Wir hätten natürlich jetzt auch das Buch der Abwehr nehmen können. Aber ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, wegen dem Blitzfokus und so weiter und so fort, den Blitzklingen, auch dem Heraufbeschwörer selber, den ich eigentlich ganz, ganz nice finde, oder auch der praktikablen Situation, dass ich noch ein paar Sturmgeister heraufbeschwören kann, mich für dieses Buch entschieden. Er ist natürlich ein entsprechender Zauberer. Und das Volk, ich habe es extra so gemacht, dass sie besonders groß sind. Denn wie gesagt, es sind Hochhop-Goblins. Ganz einfach. Ich muss jetzt gerade eben bloß nochmal ganz, ganz kurz hier zurückgehen, weil die sind ja schon erschaffen, Leute. So, Moment. Das ist gerade eben... So. Wie gesagt, die sind ja schon vordefiniert. Ich wollte es euch bloß gezeigt haben. Und damit werden wir den Aufstieg der Godir hier nun spielen. The Astral Sea connects all and everything. To most, it is merely a way to travel between worlds. Yet some call the Astral Sea itself their home. Of the many beings who reside within... The curious Mer are the most gentle. They swim through the magical currents with ease and use their voices to guide lost souls to safety. This is the story of one such Mer called Elia, whose curiosity led her to misery. This particular young Mer was intrigued by the worlds that connect to the Astral Sea. She was specifically attracted to a realm called The Enchanted Archipelago, for its tides resembled her natural habitat, yet felt so different. But it did not take long before Elia's visit turned into a nightmare, when she was captured by a capricious godir called Nimue, who sought to study her for her beauty and power. The self-proclaimed goddess, Nimue, used Elia in her efforts to create her ultimate race of followers. But her results never lived up to her ever-shifting demands. Elia was forced to watch Nimue drown her own creations over and over again, only to begin anew once more. The horrified Elia, shackled and sequestered, could only sing a desperate song carried by the currents over the Astral Sea. Elia's song reached Magehaven, where the Covenant, a virtuous alliance of Godir, heard her plea. The Covenant sought to uphold the ancient agreements of peace and stability, and were thus concerned by the song about Nimue. Had the Siren Goddess gone mad with power? Or was another force at play? One zealous Godir of the Covenant volunteered to investigate the enchanted archipelago and liberate it from Nimue's drowning embrace. Also diese Godir sind ja alles, aber nicht nett, ne? Halten wir das mal fest. So, wir beginnen also und wir werden hier ein sehr, sehr magiereiches Spiel spielen hier.
Also, Garstig Wortführer ist unser magischer Anführer. Wir sind, wie gesagt, die Hochhopp-Knoblars. Ich habe sie sogar Hochhopp-Knoblars genannt, genau. Sie sind Goblinoide, eine Hochkultur mit rascher Erholung, anpassungsfähig, begabte Wirker und mächtiger Raufbeschwörer. Sie sind also im Grunde schon Kinder der Zerstörung, aber haben es so ein bisschen geschafft, sich daraus heraus zu emanzipieren und ihre eigene Hochkultur geschaffen. So, wir haben Vollendung, innerer Glanz. Ihr seht ja, ne? In allem steckt etwas Gutes. Auch sie haben ihren inneren Glanz entdeckt und können ihn erwecken, um dadurch Geistschaden zu verursachen. Wir haben noch den Abwehrsegen, wie ihr sehen könnt. Und damit geht's auch schon los. Der verzauberte Archipel. Wir sollen Elias Gefängnis erkunden, optional, und verzaubertes Archipel beanspruchen. Du triffst am äußersten Rande der verzauberten Archipels ein. Eine schwermütige Stimme begrüßt dich. Die Stimme, die dich in diesem Reich, in dieses Reich gezogen hat. Die Stimme singt von Liebe, die zu Besessenheit wurde. Von einer zornigen Göttin und einem verzauberten Volk. Von einer See, einem Urquell, der zu einem Gefängnis wurde. Sie singt verzweifelt von der Anmut eines Erlösers in diesem Reich. Plötzlich wird die Stimme von einem gackernden Gelächter übertönt, bevor sie schließlich verstummt und nichts bleibt als der Klang des Windes und der Wellen. Diese Kreatur fleht dich an, sie und das Volk dieses Reiches vom Zorn der Sirenengöttin zu befreien. Okay, und dann haben wir gewonnen. So, ja, hier gibt es schon mal ein paar Sachen. Kartograf, kann ich wahrscheinlich direkt schon mal was einsammeln hier. Wir reiten auf ganz normalen Pferdchen. Weil wir sind ja Hochhopp-Knoblars. Wir sind groß genug, möchte ich behaupten. Du galöppelst dann noch in diese Richtung. Und hier haben wir schon eine Plage. Also, du bekommst jetzt die Aufgabe, dich hier umzuschauen. Diese Truppe hier hat schon ihre volle Kampfkraft, wie ihr sehen könnt, durch meine entsprechenden Auswahlen. Wir starten mit zwei Sonnenpriestern, denn wir beten die Sonne an. Wir haben auch noch zwei Morgenrot-Verteidiger und noch eine Zwielichtjäger-Einheit. Er hier, da habe ich mich dazu entschieden, ihm die Blitzkugel von Anfang an zu geben. Und er hat... Achso ja, es sind keine richtigen Pferde, sondern es sind Ponys. Wir reiten natürlich auf Ponys, logischerweise. hier gäbe es noch mal einen Schatz in der Stadt. Werde ich mal als allererstes... Ja, wir sind halt magisch interessiert, ne? Ich werde mal die Bibliothek als allererstes in den Start bringen. Und bei den Einheiten kann ich mich gerade eben sogar noch zurückhalten. Was ist das hier? Okay, das konnte man einfach so einsammeln. Das ist sehr, sehr nett. Da liegt auch nochmal irgendwas rum. Unsere arkane Forschung muss festgelegt werden. Der Stromgeist oder... Ja, komm, dann sorge ich einmal dafür, dass unser Speer weiter sieht. Das habe ich ansonsten bis jetzt selten gemacht. Im nächsten Turn haben wir schon unser ersten Bevölkerungswachstum. So, Tag 2 bricht an. Oh. Und wir haben Katzen gefunden. Ruf des Bündnisses. Wir haben eine freie Stadt kennengelernt. Die Stimme eines unbekannten Godier erreicht dich von außerhalb des Astralmeeres. Astralherr Garstig Wortführer, die Godier des Bündnisses hoffen, dass ihr seid wohlbehalten angekommen. Mein Name ist Shira Schneeblut. Ich war einst der Godier, die den Gesang des Wesens namens Elia vernommen haben. Ich bin froh, dass ihr bereit seid, Nachforschungen anzustellen. Das Bündnis muss auf jeden Hilferuf reagieren. Doch vorab müssen wir die Anschuldigungen gegen Nimue überprüfen. Das Bündnis versucht dich, die Stadt Ebendamm aufzusuchen, die in deiner Nähe sein sollte. Ihr Volk könnte für deine Untersuchung von Nutzen sein. Okay, ich bekomme dann auf jeden Fall ordentlich Wissen. Und nochmal irgendwie eine geheime Belohnung. Also de facto irgendeine random Belohnung. Die Stadt ist tatsächlich hier. Das ist jetzt nicht so weit weg. Ich werde deswegen jetzt einfach mal... Ah, nee. Das ist eine Ruine. Echo der Ertränkten. Deine Armeen nähern sich einem Ort, an dem einst eine stolze Stadt stand. Heute ist davon jedoch nichts als ein brackiger Sumpf übrig geblieben. Steinerne Ruinen ragen aus dem Wasser, die unaufhörlich auf die einpeitschenden Elemente beschleunigen ihren Verfall. Deine Armee wartet durch den einst belebten Straßen und findet keine Zeichen von Leben. Aufgeblähte Leichen füllen die Straßen und die verrotteten Märkte. Es scheint, dass sie nicht einmal Zeit hatten, vor der Flut zu fliehen, die ihnen das Leben nahm. Diese ganze Stadt
Ein ganzes Volk wurde hier ertränkt. Deine Armee steht schweigend im Regen und fragt sich, was sie als nächstes tun soll. Ich könnte sagen, dass ich jetzt hier 74 Imperium bekomme. Eines Tages werden wir diese Stadt wieder aufbauen. Oder ich könnte etwas Gutes machen, gewährt den Leuten die letzte Ruhe sozusagen, irgendwelche Riten. Forschungsbonus, wir werden die verlorene Zivilisation studieren. Ihr Wissen wird nicht verloren gehen oder sie plündern. Wir sind natürlich auf Wissen aus. Nachdem du von den ertränkten Stadt berichtet hast, die du entdeckt hast, schickst du dem Bündnis eine Antwort. Wir sind zutiefst betrübt über das Schicksal der Stadt, die ihr aufsuchen solltet. Es scheint, als ob Elia die Wahrheit gesprochen und die Wasserzauberin Nimue diese Menschen ertränkt hat. Das ist schlimmer, als wir dachten. Wir bitten euch, Nimue nur mit äußerster Vorsicht zu begegnen. Das Schicksal dieses Reiches liegt in eurer Hand. Daher hat das Bündnis beschlossen, euch sein Wissen zu leihen. Fragt Astralherr Garstig Wortführer, und ihr sollt Antworten empfangen. Okay, also ich soll fragen. Also wir bekommen auf jeden Fall schon mal 114 weitere Forschung. Also wir bekommen gerade wirklich sau viel Forschung. Gewährt mir das Wissen, die Meere zu besegeln, damit ich dieses Inselreich durchqueren kann. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Gebt mir das Wissen, Meere zu durchqueren. Ich möchte Schiffileins bedienen können. Ich hätte hier vielleicht eine Seefahrernation spielen sollen, aber so ist es wenigstens noch eine Herausforderung. So, dich lasse ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen durch die Gegend tänzeln. Also, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Verzauberung Krähenbegleiter ist ready. Als nächstes würde ich ja den Blitzschwall. Kann halt eine feindliche Armee angreifen. Und jetzt kann ich hier dafür sorgen, dass meine Einheiten hier, oder zur Unterstützungseinheit, noch zusätzlichen Blitzschaden verursachen. Ich nehme das direkt mal an mich. Dann wollen wir mal gucken, dass wir so schnell wie möglich hier Nahrung produzieren. Damit wir auch weiter aufsteigen. Und das kann ich noch nicht machen. Okay, nächste Runde. Da könnte man halt echt nochmal eine weitere Stadt wieder aufbauen, ne? Wäre nicht mal blöd, das früh zu machen. Gestrandete Kreaturen. Westliche Überlebende getroffen und östliche Überlebende muss ich noch treffen. Eure Lichtsucherin meldet interessante Entdeckungen hinter dem Horizont. Einer von ihnen kommt auf dich zu. Mein Astralherr, wir haben Schiffe unbekannter Herkunft am westlichen Horizont und ausgetretenen Untergrundpfade im Osten entdeckt. Es scheint, als hätten einige der von Nimue geschaffenen Kreaturen ihre Zorn überlebt. Vielleicht könnt ihr sie sogar überzeugen, euch bei der Befreiung des Reiches zu unterstützen. Mit eurer Erlaubnis stechen wir in See, um diese Leute und ihre Herrscher zu finden. Oh, Astralherr. Gewährt Erfahrung und irgendeine besondere Belohnung. Also, ich soll erstmal irgendwie das da machen. Und oh, lol. Das wollte ich gar nicht. Wir sind hier radikal irgendwo nach unten gesprungen. Also die westlichen Überlebenden sind hier. Also westlich heißt in dem Fall südlich. Zumindest für uns. Also dann schlagen wir jetzt hier mal zu. Die hier können wir einfach mal so wegwischen. So, easy. Die Brustplatte der Vitalität. Oh, die ist toll. Die nehmen wir sehr, sehr gerne an uns. Galöppel, galöppel. Ich werde jetzt hier direkt beschleunigen, wenn ich kann. Was ist das hier? Das ist, glaube ich, Produktion. Ja, dann machen wir erstmal hier Produktion. Und du gehst hier direkt in den Untergrund. Was war das? Da ist irgendwas passiert. Also wir haben auf jeden Fall den Blitzfokus jetzt am Start. Und als nächstes würde ich dann ganz, ganz gerne die Blitzklingen machen. Ich möchte dafür sorgen, dass... Ja, der Blitzfokus direkt schon mal gecastet wird. Wird noch eine Runde dauern. Und du schlägst hierzu. Die wollen gehen. Wir sind ja quasi dann doch Verfechter des Guten und lassen sie gehen. Wir gehen eine Runde da rein, dass der sich jetzt hier regenerieren kann. Und wir haben die Bibliothek fertig produziert. Können danach jetzt hier die Handwerkerwerkstatt machen. Was sehr, sehr nice ist. Und danach noch den Verkäufer sowie den Schrein. Und schon hat die Stadt hier eine ordentliche Aufgabe.
Noch haben wir keinen Kontakt zu irgendjemand anderem, bei dem die Diskussion sich lohnen würde. So, die sind jetzt hier wieder voll. Das hier sieht dann doch eher jetzt nach einem Kampf aus, den wir vielleicht kämpfen sollten, um die Verluste zu minimieren. Außerdem habe ich Bock drauf. Und ich hätte vielleicht die Verzauberung zuerst machen sollen. Oh, was haben wir denn da? Alle zwei Runden werden alle Statuseffekte aller Einheiten aufgehoben. Ah, okay, das ist interessant. Hier geht es dahin. Okay. Die können übrigens, wie ihr sehen könnt, hier dieses Erwecken durchführen. Kann nicht innerhalb von feindlichen Kontrollzonen verwendet werden, schon klar. Erweckt bedeutet letzten Endes, dass wir Geistschaden verursachen. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Ich werde das Erwecken jetzt hier direkt schon mal durchführen, weil es für drei Runden hält. Dann setzen wir das schon mal auf dich. Und auf dich. Mehr Möglichkeiten haben wir leider gerade eben noch nicht. Also können wir die Runde auch genauso gut beenden. Ja, und jetzt gehen wir ran hier an den Speck, ne? Zwei Felder vor. Könnten wir später noch heilen, wenn es notwendig wird. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Wir können jetzt hier auch, wie ihr sehen könnt, noch mehr heilen. Wir können noch mehr Erwecken durchführen. Oder auch einfach mal Blitzschaden durchführen. Ich werde es trotzdem einfach jetzt hier mal... Oh, warte mal, die müssen eigentlich ganz schön weggemacht werden. Sonst machen die uns noch Trouble. Naja. Irgendwas ist ja immer. Also wenn die treffen... lol. Das habt ihr ja ganz toll gemacht. Ich heil mal instant. Das war ja mal unnötig. Du haust ja auch drauf. Und wenn du Glück hast, triffst du, ohne die eigenen zu treffen. War immer ein Streiftreffer. Okay, mehr muss ich gerade eben gar nicht machen. Ich spare mal das wenige Mana, das ich habe. Das könnte ein... Nee, es ist kein Flaggenangriff, aber sie sind geblendet. Autsch. Ja, und die gehen jetzt hier natürlich mitten rein. Aber sie greifen garstig an, okay, das ist in Ordnung. Wir heilen diese Jungs hier. Dann kannst du die ja auslöschen. Die sind einfach noch weiter draufhauen, ne? Dann machen wir die hier weg. Und noch einmal, komm. Jawohl, Jens. Also die haben sich gerade eben wirklich selber im Grunde gelöscht mit der Aktion. Dann können wir... Was ist das hier nochmal? Ermöglicht das Wirken eines zusätzlichen Zaubers, brauche ich gerade eben, glaube ich, gar nicht. Sehr gut. Und das war's für diese Runde schon. Da sind die Vergiftungen entfernt worden. Yes. Ich höre mal die Geschwindigkeit. Na, muss ja nicht immer so langsam laufen. Also, du ballerst jetzt auf die noch drauf. Dann sind die, glaube ich, weg. Du kannst auch auf die da ballern. Beziehungsweise, wenn du jetzt hier einen Schritt nach vorne gehst, kannst du nochmal ballern.
Ja, also zwei Felder vorgehen. 50-50. Schöner Treffer. Und du machst das jetzt ja noch voll weg. Oder auch nicht. Ja, der einfach da verfehlt hat, ne? Aber das kann halt passieren. Also, Level Up. Was sehr, sehr schön ist. Und ich habe vergessen, auch noch ihm die Brustplatte zu geben. Ich habe vergessen, ihm eine Menge zu geben an der Stelle. Also, Blitzwaffen braucht er selber nicht. Fügt Nahkampf und physischen Fernkampfangriffen. Er macht ja keine physischen. Er wird weiterhin ein Caster bleiben. Sprinten können wir ihm später vielleicht noch geben. Bei ihm gehe ich halt voll drauf, er wird halt ein richtig krasser Magier werden. Kanalisierungsstärke für Magieangriffe gilt plus 80% Schaden bis zum Ende der nächsten Runde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich das lohnt. Ich habe das bis jetzt schon ein paar Mal getestet und ich habe nicht den Eindruck, dass sich das rechnet. Ich werde trotzdem ihm jetzt hier zu einem mächtigen Magier machen. Und jetzt erstmal ein bisschen Resistenz ihm verpassen. So. Sugrahov. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding nennen soll. Im Zweifel behalte ich den Namen einfach bei. Jetzt werden erstmal die hier verbessert. Ne? Dann würden die jetzt hier halt nochmal ein bisschen mehr Blitzschaden verursachen. Das nehmen wir gerne mit. Und wir machen noch die Krähenverzauberung, damit unser Scout noch weiter sehen kann. So, dala. Und jetzt können wir hier schon mehr Kampfzauberfertigkeitspunkte auf der Weltkarte bekommen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und gehen in die nächste Runde. Mhm. Ein bisschen regenerieren wäre halt echt eine tolle Sache. Ich hole mir hier erstmal einen zusätzlichen Mana-Quell-Nexus und bleibe hier nochmal eine Runde stehen. Was wollen wir noch machen? Wir können jetzt... Das Zerstören einer Plage bringt mir Meinung von freien Städten. Das nehmen wir auch mit. Wie gesagt, wir sind ja Verfechter der Ordnung. Wir haben jetzt auch Ruhepol erhalten. Das Erforschen von Zaubern kostet uns 10% weniger Wissen. Oh, das ist cool für uns. Verzauberung Krähenbegleiter ist am Start. Unsere krähenbegleiteten kleinen Goblin. Hochhopknoblas. Hochhopknoblas. Ja, ich habe mir absichtlich einen Namen ausgedacht, den ich mir selber nicht mal wirklich... einfache Seefahrt brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr lernen, weil ich habe schon gelernt. Das haben wir bereits erfahren. Das ist auch gleich ready, gut. Handwerkerwerkstatt ist da. Und wir sind weitgehend wieder geheilt. Jetzt gucke ich mal, kann ich das hier wieder aufbauen? Begegnung mit Decimus dem Unerschütterlichen. Du triffst auf Decimus den Unerschütterlichen von den sühnenden Krötenmenschen. Er mustert dich und plustert sich vor dir auf. Mein Name, Quark, wurde mir von den Serengöttin persönlich verliehen. Als ihre gesegneten Kinder, Quark, wollen wir nichts weiter als Nimue zufriedenstellen. Allerdings befand sie uns für Quark unvollkommen. Ohne die Führung haben wir es auf uns genommen, das Reich zu überwachen und zu Quark beschützen. Ich weiß, dass sie uns wieder lieben wird, wenn wir uns als würdig erquaken. Na gut, Decimus ist verzweifelt, die Sirenengöttin wird uns wieder lieben. Kann ich irgendetwas für euch tun, frage ich einfach mal. Decimus, der Unerschütterliche, schnaubt missbilligend. Also ich höre mal mit dem Quark wieder auf, ne? Ihr erzählt Geschichten über meine Göttin? Lügen, nichts als Lügen. Er hält einen Moment inne. Nun gut, ich muss die Regeln der Verhandlung respektieren. Durch meine Pflichten habe ich andere kennengelernt, mit denen ich regen Kontakt pflege. Manche erzählen die seltsamsten Geschichten über die Liebe der Göttin, die sich im Zorn verwandelt. Aber das kann nicht sein. Diese Leute sind bei der Göttin in Ungnade gefallen. Aber das kann nur ein Missverständnis sein. Sie würde uns niemals wirklich ertränken, oder? Er zuckt zusammen, als er von einer unhörbaren Stimme zurechtgewiesen wird. Decimus reibt sich die Schläfen. Wenn ihr mich überzeugen wollt, müsst ihr zuerst die Seherin von Fluctum von euren guten Absichten überzeugen. Ich achte ihre Erkenntnisse. Also gut. Dann sei es so. Aber ich wollte das jetzt hier mir mal hier geben. So, wir werden jetzt diese Stadt hier wieder aufbauen. Und
dann erstmal nochmal in diese Richtung zurückgehen, weil ich will auch in diese Richtung natürlich nochmal ein paar Erkenntnisse schaffen. Was ich auch brauchen könnte, ist zu gucken, ob hier noch irgendwelche Schiffe sind. Ich hole mir nochmal eine weitere Lichtsucherin. Die Blitzklingen sind nun anwesend. Schlummernde Verzauberung. Das betrifft dann nur Einheiten, die nicht von meinem Volk sind. Ich gucke mal, dass ich den Raufbeschwörer erforsche. Handwerkerwerkstatt ist produziert. Oh, hier geht's noch einiges. Und ich glaube, ich sollte hier dieses kleine Monsterversteck mir mal näher anschauen. Also für mich ist es wichtig, dass ich das hier bekomme, damit ich die Kontrolle über dieses Gebiet hier habe. Habe ich ja zwei Städte direkt nebeneinander, aber es ist besser als gar nichts. So, du galöppelst darüber. Wieder eine Reichsentwicklung ist verfügbar. Ja, wenn ich jetzt die Punkte hätte, könnte ich mir immer eine, immer wenn eine Forschung fertiggestellt wird, werden die Wissenskosten einer anderen um 25% verringert. Das brauchen wir auf jeden Fall, weil das früh zu haben ist sehr mächtig, glaube ich. So, jetzt holen wir uns das. So, der Heraufbeschwörer ist da. Der macht, wie gesagt, Licht, Blitze und Blitzbogen. Blitzbogen ist ein ziemlich nettes Teil, weil das nämlich einen AOE-Effekt macht. Sehr, sehr nett. So, neue Forschung. Ich werde hier tatsächlich beim Arkan bleiben, fürs Erste. Buch der Abwehr. Also, wie gesagt, diese Goblins haben sich darauf entschieden, diesen schmalen Grat zwischen ihrem bösen Erbe und ihrer neuen Art und Weise, das Gute zu haben in sich oder das Licht in sich entdeckt zu haben, durch den schmalen Grat auf der astralen Ebene weiterzuführen. Huiuiui, hier haben wir viele Gegner. Ich gucke mal, ob ich das hier automatisch machen kann. Ja, das kann ich automatisch machen. Und wir bekommen den Ring des Flankierens, wodurch er ein Flankierer werden könnte. Ja, das ist nice. Wir werden leider nicht viel regenerieren gerade eben. Hier kann eine Provinz annektiert werden. Ich wäre jetzt hier dafür, erstmal mich um das Gold hier zu kümmern, das jetzt hier bei dieser Mine rumliegt. Hier geht nicht mehr. Dann haben wir schon die erste geringfügige Volkstransmutation. Da sind wir ziemlich resistent gegen die meisten Zauber, was ich jetzt hier gerade eben schon erforsche. Mit dem magischen Schutz. Tja, wir sind halt leider gut und lassen sie gehen. Wir lassen sie halt gehen. Wir sind tatsächlich gute Goblins. Und was ist hier? Ja, das müsste eigentlich gehen. Sehr nice, auch erledigt. Panzerbeinschienen. Und der Zauberstab des Schneesturms. Oh. Jetzt sprechen wir hier eine sehr, sehr interessante Sprache. Also, das ist eine mächtige Waffe, die wir jetzt hier haben. Können wir natürlich nicht immer einsetzen. Einheiten in einem Umkreis von einem Feld erleiden Schaden. Auf Reichweite 6 Felder. Verlangsamt Basisschaden von 90%. Dass sie also verlangsamt werden und dadurch eine niedrige Geschwindigkeit für 3 Runden erhalten. Und dann noch die Panzerbeinschienen. Also jetzt ist unser Kollege hier schon ganz, ganz gut beieinander. Wir geben ihm als nächstes offenbarendes Licht. Ah! Gespaltene Verteidigung ist halt auch mega krass und gespaltener Widerstand auch. Magiegeschick 2, Widerstand noch weiter verbessern. Fern heraufbeschwungen. Ich erhöhe erstmal die Reichweite nochmal von ihm. Das macht auch viel aus. So, wir haben hier alles fertig produziert. Als nächstes würde ich jetzt hier das Atrium des Lichts an den Start bringen. Und du machst dich auch mal auf die Jagd. Die Blitzklingen können nun verzaubert werden. Jetzt machen unsere Units auch mal ein bisschen Blitzschaden. Und dann würde ich einfach mal sagen, in die nächste Runde und in die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal mit den Hochhopp-Gnoblars weiter und Garstig-Wortführer.
Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.